Ich habe von meiner Katze geträumt, die an der Tür gekratzt hat. Ich habe auch mal von meiner Katze geträumt. Ich stand auf der Straße und dann habe ich eine meiner Katzen gesehen, wie die mit dem Fahrrad die Straße entlang. Da bin ich so einen Schulflur entlang gegangen und der hat einfach nicht aufgehört. Ich träume meistens von einem Buches und da drin sind auch Einkaufsläden. Ich gehe da immer durch, weil ganz oben da wohnen auch meine Freunde. Auch wenn ich nicht einschlafen kann, träume ich meistens von meinem Pony und dass ich halt auf ihm reite. Ich habe von Haien, Piranhas und von UFOs geträumt. Also die UFOs haben so die Menschen halt angegriffen und die Piranhas und die Haie, die haben auch die Menschen so angegriffen. Wir haben Haustiere, 3 Meerschweinchen, ein Hund und ein Pferd und davon träume ich halt immer, wenn ich nicht einschlafen kann. Ich träume manchmal von einer Schmetterlingsfee, die auf dem Pegasus Einhorn reitet und die durch die ganze Welt fliegt. Und ja. Ich träume davon, dass ich in den Weltraum fliege, dann auf der ISS lande und dann in der Schwerelosigkeit schweben und dann mal außerhalb der ISS schwebt und dann zum Mond fliegt. Ich habe mal geträumt, dass ich eingesperrt in einer Schokoladenfabrik bin und dann standen da ganz viele Schokohasen und Schokobonbons. Ich habe alles aufgegessen, dass die Lieferung nicht mehr in den Läden ankam. Manchmal träume ich auch, dass ich in einem Luxushaus lebe mit meinen Freundinnen. Ich habe mal geträumt, Gummibärchen und Schokolade regnet. Und die Wolken bestehen aus Zuckerwatte. Und ich habe mal von meinem Longboard geträumt. Ich bin mit dem durch ganz Deutschland gefahren. Dass die Tiere mir dann immer hinterhergelaufen sind. Und irgendwann hatte ich einen ganzen Zoo hinter mir her. Immer wenn ich schlafe, träume ich von meinem Lieblingspferd. Also ich sehe halt dann vor mir irgendwie so das Pferd. Also ich träume immer, dass ich da hingehe und mir das Pferd raushole, reite. Manchmal habe ich halt auch so Träume, wie dass ich ein Hai weiß und der hinter mir her schwimmt und ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich habe manchmal den Traum, dass ich völlig frei in meinem Bild falle, also mich in Schwarz. Und plötzlich macht es bumm, in dem Bett. Die Katze kratzt an der Haustür. Das Baby wacht auf. Es weckt die Eltern auf. Die Eltern öffnen die rote Haustür für die Katze. Sie holt sich das Fahrrad. Die kleine Katze geht raus mit dem Fahrrad. Sie fährt los. Die Katze kommt an einem großen Zirkus vorbei. Ein Elefant schließt sich an. Er fragt die Katze: Kann ich auch mal Fahrrad fahren? Die Katze: Ja, Elefant. Der Elefant fährt so ein Schlenker, dass er gegen einen Baum fährt. Leider ist das Fahrrad kaputt. Die Katze ist sehr traurig. Entschuldige vielmals. Ich kann doch nicht so gut Fahrrad fahren. Aber ich kenne 3 Meerschweinchen. Die haben ein Longboard. Sie reitet mit den Pferden auf dem Feld. Dort ist eine Weide mit einem Longboard. Kann ich mir das Longboard vielleicht für ein paar Tage ausleihen? Im Gegenzug könnt ihr dann auf den Pferden reiten. Die Katze fährt mit dem Longboard. Komischerweise laufen immer mehr Tiere hinterher. Die Katze rollt auf dem Longboard den unendlich langen Schulflur entlang. Eine Walze verfolgt sie. Sie fällt vom Longboard. Es ist schwarz. Dann landet sie im Bett. Sie ist im Luxushaus. Die gruseligen Zombies sind im Haus und entspannen sich in der Sauna. Die Katze flüchtet in eine Schokoladenfabrik und frisst sich kugelrund. Sie flüchten in eine offene Tür. Im ersten Stock kommt sie zum Pegasus-Einhorn und zur Schmetterlingsfee. Im zweiten Stock kommt sie zu den Piranhas, Haien und UFOs. Sie wird von Haien verfolgt. Im dritten Stock wohnen ihre Freunde. Sie geben ihr einen Tipp. Spring aus dem Fenster! Sie zögert. Die Katze springt aus dem Hochhausfenster. Sie landet auf einem großen Trampolin und wird ins Weltall katapultiert. Oben sind Aliens. Sie sagt freundlich: Hallo UFOs, ich bin's, die Katze. Dann trifft sie nette Astronauten. Sie winkt ihnen zu aus der schönen ISS. Auf einem Planeten mit Süßigkeiten regnet es Gummibärchen und Schokolade.
Die Katze setzt sich auf eine Zuckerwattenwolke und fliegt zur Erde. Ein Hund läuft nebenher. Alle Freunde aus der Geschichte reiten mit der Katze.